Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Jetzt bin ich dran, Großer. Du siehst wirklich keinen Tag älter aus als zu unserer Hochzeit. Ja, gefällt mir. Sean hat wirklich deine Augen. Ich finde, Sean hat meine Augen. Du hast wirklich die schönsten Augen, in die ich jemals geschaut habe.
Süßer, dir gefällt meine Nase, oder? So eine süße Nase. Oh ja, das geht. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, verliebe ich mich aufs Neue. Ich habe den besten Friseur, wirklich. Hey, warst du gestern beim Friseur? Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Warst du gestern beim Friseur? Sieht gut aus. Schatz, du siehst so gut aus wie am ersten Tag. Sieh noch immer gut aus. In dieses Gesicht habe ich mich verliebt. Sieht gut aus. Sieht gut aus, Schatz. Oh ja, das geht.
So hübsch. Guten Morgen, Ma'am. Ihr Kaffee. Danke, Cotsworth. Natürlich, Ma'am. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. immer nur das gleiche Zeug. Schatz? Ich glaub's nicht, dass schon fast Halloween ist. Wir müssen Seans Kostüm fertig machen. Ah, das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Sean. Wir waren anfangs zwar etwas nervös, aber jetzt bin ich froh, dass wir Cotsworth haben. Genießen Sie Ihren Kaffee, Ma'am. Okay. Der Höchstwert liegt bei 13 Grad. Aber aus Kanada nähert sich eine Kaltfront. Zu Halloween nächste Woche wird es also kühl. Aber es bleibt trocken. Am Montag liegt der Höchstwert bei 11 Grad. Unsere Truppen in Übersee haben offenbar auch... Oh, die Milch wurde geliefert. Auf der Insel Mambajau... Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Wie kann jemand so Kleines nur so viel trinken? Das ist wieder dieser Vertreter. Warum lässt er uns nicht einfach in Ruhe? Guten Morgen, ich komme von Vault-Tec. Vault-Tec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Ma'am, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so, Vault-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker, kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Hier bin ich. Ja, das sind Sie. Ja, das sind Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Aber ich habe Familie. Wir passen da alle rein, oder? Aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter, natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen, im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Klar, legen wir los. Ausgezeichnet. Nun, also dann...
Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese mütterliche Zuwendung, die sie so gut beherrscht. Dino, Schatz, ich helfe dir gleich, okay? Mein Junge macht seiner Mutter doch keine Probleme, oder? Ich habe das Mobile über seiner Wiege letztens repariert. Warum probierst du es nicht mal aus? Das ist dein Junge. Er nimmt sich immer wie sein Vater. Naja, meistens jedenfalls. Nach dem Frühstück können wir noch ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Holen wir lieber Kürbisse zum Schnitzen. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte, ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott! Oh mein Gott! Wir müssen zum Wort! Sofort! Ich hab schon! Gehen wir! Einwohner von Sanctuary Hill, wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Vault 111. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay, danke. Viel Glück, Sir. Möge Gott uns helfen. Sie beide, folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Mädel, wir müssen Sie runter in den Vault schicken. Treten Sie bitte auf die Plattform. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte! Fast geschafft! Ist John okay? Es geht ihm gut. Wir schaffen das. Ich liebe dich. Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schneller? Über die Treppe nach oben. Keine Sorge, wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später und wir werden alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Vault-Tec ist für Sie da. Alle neuen Bewohner gehen bitte geordnet hier. Weiblich. Männlich. Hey. Hallo. Hier entlang, bitte. Alles okay. Gehen Sie zum Tisch, nehmen Sie... Hallo. Einfach hier entlang. Willkommen. Nehmen Sie sich dort an. Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt.
Hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Siehst du? Es ist den Gang dort hinunter. Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Gehen Sie dort durch den Gang. Es ist fort. Unser Zuhause. Alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in D.C. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Passt prima, oder? Der Voltanzug ist so geschnitten, dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Treten. Hallo. Gehen Sie einfach rein. Alles wird gut. Kommst du mal? Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In